Wenn ich dich kurz vorstellen darf, Eva, du hast einen Bachelor in Psychologie und einen Master in Humanökologie. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, du bist Vorstandsvorsitzende des Wandelwerk, ein Team von über Deutschland verteilten Psychologinnen, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind. Außerdem bist du Zirkustrainerin und Geschichtenerzählerin eines sozialökologischen Wandels, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist und viel mit dazu beiträgt. Wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich werde jetzt auch einmal meinen Bildschirm teilen, in der Hoffnung, dass ihr jetzt einen Startbildschirm seht vom Wandelwerk Umweltpsychologie. Jo, passt. Genau, ich wurde ja gerade schon kurz vorgestellt. Ich habe da auch gar nicht viel mehr zu hinzuzufügen. Ich bin seit bestimmt 10, 12 Jahren in der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland aktiv, und habe 2 Jahre in Schweden und 2 Jahre in Südamerika in dem Bereich gearbeitet und habe deswegen sowohl persönlich als auch auf politischer Ebene da Erfahrung sammeln dürfen im Klimaschutz. Und bin genau Mitbegründerin des Wandelwerks, wurde auch gerade kurz schon genannt. Da würde ich gerne noch hinzufügen, dass wir ein Buch herausgebracht haben vor ein paar Jahren. Das Handbuch, das findet ihr auch unter Materialien auf unserer Website. Ihr seht hier links einen kleinen Screenshot davon, das Handbuch zur Förderung nachhaltigen Handelns. Alles, was ich jetzt erzähle, steht nochmal deutlich vertiefter in dem Buch und das kann man sich auch kostenlos runterladen, wenn es auf der Website, wenn euch das mehr interessiert. Ansonsten habe ich aber auch auf den Folien versucht, alle Referenzen zu geben, wenn ich mich auf psychologische Studien oder Erkenntnisse beziehe. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn es akute Verständnisfragen gibt, dass ihr die einfach direkt in den Chat postet und dann wird sich schon jemand finden, der mich kurz an einer passenden Stelle unterbricht und Das genau. wäre dann ich. Genau, sehr gerne. Ich glaube, Christian, das warst du, oder? Ja, genau, Genau, Christian. Christian wird es dann, wird den Chat anschauen und schreibt gerne direkt rein. Soweit. Genau, ich würde gerne kurz mit einer kleinen Einführung in die Umweltpsychologie beginnen. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Begriff schon mal gehört haben. Vielleicht hat der eine oder die andere das auch schon gegoogelt, bevor ihr euch hier angemeldet habt. Ich habe Psychologie, Umweltpsychologie in meinem ersten Semester im Psychologiestudium kennengelernt im Rahmen einer Vorlesung zu Architekturpsychologie. Das heißt, Umwelt kann erstmal relativ groß gefasst werden und die Umweltpsychologie befasst sich hier mit der Wechselwirkung zwischen dem Menschen beziehungsweise eben der psychologischen Sicht auf den Menschen, also dem Denken, Fühlen und Handeln des Menschen und seiner oder ihrer Umwelt. Und hier ist es nochmal wichtig zu bemerken, dass wir heute auf Umweltschutzpsychologie schauen, also eben auf die Psychologie von nachhaltigem oder unnachhaltigem Verhalten beziehungsweise klimaschützendem, klimaschädlichem Verhalten beziehungsweise in meiner Definition auch klimagerechten oder klimaungerechten Verhalten. Ich würde euch an dem der Stelle gerne einmal einladen, für euch selber zu schauen, was sind vielleicht so Bereiche in eurem Leben, von denen ihr wisst, dass ihr euch trotz besseren Wissens nicht klimafreundlich verhaltet. Ich glaube, wir alle haben Bereiche, die großen für das Individuum sind meistens Ernährung, Mobilität, Konsumverhalten, wie wir wohnen. Ich glaube, wir alle wissen da, kennen da Schwachstellen unseres eigenen ökologischen Fußabdrucks. Genau. Schaut für euch selber, was ihr da vielleicht findet und welche Gründe es dafür gibt. Ich werde jetzt gar nicht den Raum aufmachen, weil wir nachher noch in eine Diskussion kommen. Aber vielleicht behaltet ihr das ein bisschen im Kopf, beziehungsweise möchte ich euch einladen, jetzt in den nächsten 45 Minuten einfach für euch zu schauen, ah, wo findet ihr euch vielleicht wieder, beziehungsweise vielleicht gestaltet ihr ja auch Projekte oder Kampagnen selber und könnt da irgendwie von den einen oder anderen Sachen, die ich jetzt erzähle, was für euch mitnehmen. Genau, ich werde den Vortrag an einem Modell aufziehen, mit dem wir viel arbeiten. Das ist ein umweltpsychologisches Modell, zu dem ich nachher noch ein bisschen mehr sage, was jetzt genau einzelne Komponenten anspricht, die uns leiten in unserem klimaschützenden oder nicht so klimaschützenden Verhalten. Und die erste Komponente ist die persönliche ökologische Norm, definiert als die erlebte persönliche Verpflichtung, sich umweltschonend zu verhalten. Genau, dazu hat Ellen Matthies, eine recht einflussreiche Umweltpsychologin in Deutschland, viel gearbeitet und
Ich finde die persönliche ökologische Norm recht spannend, weil das so die aus meiner Erfahrung intuitivsten Dinge anspricht, die Menschen so nennen, wenn man sie danach fragt, warum sie sich umweltschützend oder nicht so umweltschützend verhalten. Der erste Punkt ist direkt das Problembewusstsein, also die Wahrnehmung, dass unsere natürliche Umwelt bedroht ist. Das ist aus meiner Perspektive relativ intuitiv und auch das, was gerade in westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten häufig von Umweltschutzkampagnen versucht wurde, anzusprechen. Also überhaupt erstmal Menschen Informationen zu vermitteln und sogenannte Awareness-Campaigns, Bewusstseinskampagnen zu starten, zu sagen, okay, wir müssen Menschen irgendwie mit Informationen beispielsweise über Klimawandel, Klimakrise versorgen. Nun sehen wir ja aber heute, dass es anscheinend nicht daran scheitert, dass Menschen den Zusammenhang zwischen beispielsweise CO2 in der Atmosphäre und entsprechend dann Klimawandel und Klimakrise nicht verstanden haben, sondern dass es irgendwie mehr braucht. Das heißt, auch hier findet die Psychologie, dass reine Informationskampagnen leider selten zu wirklicher Verhaltensänderung führen. Das heißt, auch da gab es in der Umweltpsychologie einen Shift von langer Zeit dieser Annahme, okay, es wurde Informationsdefizithypothese genannt, also es gibt irgendwie einen Mangel an Informationen, wir müssen die Menschen nur mit den entsprechenden Informationen gut genug versorgen und dann können sie darauf entsprechend reagieren. Und da hat sich gezeigt, okay, das scheint nicht zu wirken, was natürlich nicht heißt, dass Aufklärung und Bildung keinen Wert hat, aber es braucht auf jeden Fall mehr als das, weil das reicht noch nicht dafür, dass Menschen tatsächlich ihr Handeln ändern. Und was es noch mehr braucht, darauf möchte ich jetzt ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Das eine nächste wäre dann das Verantwortungsgefühl, definiert als die Bewusstheit, dass mein eigenes Verhalten für Umweltschäden und die Lösung von Umweltproblemen relevant ist. Hier kann man natürlich auch nochmal aus politischer Perspektive schauen, bei wem ist es auch gerechtfertigt, zu versuchen, gezielt Verantwortungsgefühl zu stärken und bei wem ist es vielleicht auch gar nicht so relevant. Generell lässt sich aber festhalten, dass es für uns alle, wenn wir selber aktiv werden wollen, gut ist, eine gewisse Annahme zu haben, dass ich auch Verantwortung trage und mein Verhalten relevant ist für Umweltschäden und deren Lösung. Ich habe teilweise immer noch auf den Slides diese Frage von, wie fördern wir XY, in diesem Fall Verantwortungsgefühl. Ich werde da nicht mehr so viel drauf eingehen. Ihr bekommt die Präsentation im Anschluss als PDF. Wie gesagt, in dem Buch könnt ihr auch nochmal genauer nachlesen. Aber das, ich würde lieber nachher noch mehr Zeit haben, mit euch darüber zu diskutieren, als jetzt alles auszuführen. Wenn ihr dazu aber spezifische Fragen habt, notiert sie euch gerne, dann kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Der dritte Teil der persönlichen ökologischen Norm ist dann die Selbstwirksamkeit. Wurde eben gerade auch schon angesprochen in der Einleitung zur Zero-Waste-Kampagne. Ich habe damals meine Bachelorarbeit in der Umweltpsychologie zu Selbstwirksamkeitserwartungen geschrieben. Ich finde es eine wahnsinnig spannende Frage. Selbstwirksamkeit ist definiert als die Gewissheit, eine Anforderung mit den eigenen Fähigkeiten meistern zu können. Und gerade in der Klimakrise stellt sich natürlich, also ich habe mir die Frage schon sehr häufig gestellt, habe ich die Fähigkeiten, die es braucht, um tatsächlich einen Wandel zu bewirken? Hier wurde ja aber auch gerade schon in der Zero-Waste-Kampagne angesprochen, okay, hier gibt es verschiedene Komponenten von Selbstwirksamkeit. Glaube ich, dass ich die Fähigkeit habe? Glaube ich, dass meine Gruppe oder mein Kollektiv quasi eine kollektive Wirksamkeit hat? Glaube ich, dass ich einen entscheidenden Beitrag leiste für das Gruppenziel? Also hier gibt es quasi verschiedene Selbstwirksamkeiten, die wir ansprechen können. Und wenn wir da versuchen, Menschen die Fähigkeit, den Glauben zu vermitteln, dass sie tatsächlich etwas ändern können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aktiv werden, deutlich höher. Wenn ich glaube, dass ich nicht in der Lage bin, etwas zu tun, dann werde ich wahrscheinlich inaktiv bleiben. Und das heißt, da wurde eben gerade auch schon angesprochen, ist es wahnsinnig sinnvoll zu schauen, wie können wir Gruppen kreieren, gemeinsam Informationen vermitteln und dann gemeinsam Fähigkeiten einüben. Also quasi nicht den Fokus auf dem Problemwissen zu haben und zu sagen, wir versuchen quasi das Problem möglichst genau darzustellen, sondern eher den Fokus auf dem Handlungswissen zu haben und zu sagen, wie können wir Menschen möglichst einfach machen, aktiv zu werden. Ich weiß selber, ich bin seit vielen Jahren in verschiedenen Bewegungen aktiv und ich muss zugeben, dass es immer wieder Bereiche gab, wo ich erst ins Handeln gekommen bin und erst später verstanden habe, was das eigentlich alles bedeutet. Ich bin seit 2014 in der Anti-Braunkohle-Bewegung in Deutschland aktiv und ich habe auf jeden Fall einige Aktionen innerhalb der Anti-Braunkohle-Bewegung gemacht, bevor ich wirklich das volle Ausmaß von Braunkohle im globalen Klimawandel verstanden habe. So, und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Quizfrage. Vielleicht hat die eine oder der andere von euch die Frage auch schon bei Instagram gesehen und beantwortet. Ich werde jetzt noch nichts dazu sagen, sondern erst noch ein wenig mehr zur sozialen Norm generell erzählen. Aber hier könnt ihr schon mal abstimmen. Christian wird gleich genau eine Umfrage erstellen.
Und zwar könnt ihr hier die Aussage als richtig oder falsch bewerten. Und zwar die Aussage, jedes Jahr steigt die Anzahl der ÖkostromkundInnen um 60%, führt eher dazu, dass Menschen zu ÖkostromanbieterInnen wechseln, als die Aussage, Ökostrom ist gut für die Umwelt, wechsel jetzt. Okay, ich sehe, da kommen schon die Antworten rein. Also ich kann es euch mal verraten, sowohl bei Instagram heute im Laufe des Tages als auch jetzt gerade gibt es eine klare Mehrheit. Ein bisschen wartet man noch. Ja, ich ich sage noch nichts. Das ist Teil der sozialen Norm. Wenn ich die jetzt ausspreche, dann beeinflussen wir direkt das Abstimmenergebnis. Wir haben fast 100% geantwortet. Na, es kommen immer noch. Da sind die drei, die auf der Couch liegen und das Ganze als Hörspiel hören. Die kommen nicht so schnell an die Tastatur. Das sind, glaube ich, das sind wir, die wir ja auch Hosts sind. Wir können gar nicht abstimmen. Das mag sein. Okay. Ich würde sagen, wir haben schon eine ganz gute Quote. Ja, ich glaube, wir sind bei 89% für richtig und 11% für falsch. Mhm. Danke, Christian. Genau, jetzt kommen wir zu sozialen Normen. Ich finde soziale Normen wahnsinnig faszinierend. Soziale Normen sind eines der Dinge in der Psychologie, jetzt kriege ich dieses Umfragefenster hier nicht weg, eines der Dinge in der Psychologie, in der Umweltpsychologie oder in der Forschung, die am meisten tatsächlich handlungsleitend für uns wirken. Da werden wir immer alle gleich ganz aufgeregt, weil häufig in der Psychologie finden wir, dass Menschen beispielsweise nach einer Intervention ihre Intentionen ändern, aber dass tatsächlich Menschen, also dass wir Einflussfaktoren finden, die direktes auf unser Verhalten Auswirkungen haben, das finden wir recht selten. Deswegen ist es bei sozialen Normen toll, dass die das so können. Und gleichzeitig sind es die Einflussfaktoren, die meistens am unbewusstesten sind. Sehr, sehr selten, wenn wir Menschen fragen, warum ernährst du dich denn vegan, sagen die, ach Mensch, wenn meine WG-Genossinnen das so gemacht haben, da bin ich halt mitgezogen. Also die selten sagen Menschen, ich bin halt ein Herdentier, deswegen mache ich das, was die Leute um mich herum tun. Sondern meistens leiten wir uns das dann anders her. Tatsächlich finden wir aber, dass soziale Normen einfach einen sehr großen Einfluss haben. Es gibt einmal hier die subjektive Norm. Das ist die Norm, die ausgeht von Menschen, die für mich persönlich wahnsinnig wichtig sind. Also das, was meine Partnerin, meine Eltern, meine Kolleginnen, meine Gemeinschaft, meine Freundinnen denken, das wird mein Handeln mehr leiten als das, was anonyme Personen auf der Straße zum Beispiel denken oder tun. Und dann finden wir hier die Ist- und die Soll-Norm. Die Ist-Norm ist also das, was ich tatsächlich sehe, was ist. Beispiel, ich gehe durch einen Park und der ist voller Müll, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch meinen Müll dort dazu werfe, deutlich höher, als wenn dieser Park wahnsinnig sauber ist. Das ist die Ist-Norm. Und die Soll-Norm wäre dann, ich gehe durch diesen Park und da steht ein Schild, bitte hier keinen Müll hinwerfen, dann weiß ich, okay, die Soll-Norm, die erwünschte Norm ist, dass ich hier meinen Müll nicht hinwerfe und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich das nicht tue. Hier können wir schauen, gerade wenn wir in einer Position uns befinden, wo wir zum Beispiel Klimakommunikation betreiben, Kampagnen gestalten, wie können wir eine konstruktive Norm hervorheben? Also Beispiel regenerative Energien in Deutschland sind in der Tatsache, in der Realität im deutschen Energiemix immer noch in der Minderheit. Die Soll-Norm aber sagt, dass eine wahnsinnig große Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich für den Ausbau von erneuerbaren Energien einsetzt. Das heißt, hier macht es Sinn zu schauen, okay, wie können wir soziale Normen strategisch nutzen? Wie können wir zum Beispiel in unserer Kommunikation auf die Soll-Norm fokussieren? Genau, dann gibt es noch Vorbildverhalten. Vorbilder können natürlich ganz klassische Vorbilder, bekannte Personen, Menschen des öffentlichen Raums sein. Es können aber auch wir alle sein, die beispielsweise, wir haben jetzt gerade gehört, die Menschen haben, ich glaube, ihr Deo selber gemacht. Wenn ich das irgendwie mithabe, wenn ich das zum Beispiel zeige, Menschen zum Ausprobieren gebe, wenn ich mein Mittagessen mit anderen teile und erzähle, dass das gestern gerettet wurde bei Foodsharing, was auch immer. Wenn ich irgendwie selber Dinge mache und das, ohne jetzt auf einer inhaltlichen Ebene ein Problemgespräch mit jemandem anzufangen, sondern einfach nur das selber mache und es vorlebe, kann ich schon wahnsinnig großen Einfluss haben. Und genauso ist auch die Forschung zu Minderheiteneinfluss recht mutgebend. Selbst wenn wir häufig in Gesprächen das Gefühl haben, okay, wir befinden uns in einer Minderheit und wir können nicht wahnsinnig viel bewirken, dann finden wir doch in der Forschung, dass sobald sich Stück für Stück Menschen wahrnehmen, okay,
Es gibt auch andere Menschen, die diese Minderheitenmeinung vertreten. Können wir da auch einen stetigen, langsamen Wandel bewirken? Auch wenn in den seltensten Fällen Menschen ad hoc sagen, ah ja, Mensch, stimmt. Jetzt, wo ich das so höre, ändere ich meine Meinung oder mein Verhalten im besten Falle. Genau, jetzt kommen wir nochmal zur Auflösung. Die meisten Menschen, sowohl jetzt in der Umfrage als auch heute im Laufe des Tages bei Instagram, haben tatsächlich gesagt, dass diese Aussage richtig ist. Also, dass der Bezug dazu, was andere Menschen machen, konstruktiver ist als oder eben mehr dazu führt, dass Menschen tatsächlich den Ökostromanbieter wechseln, als quasi die Aussage auf Informationsebene, dass Ökostrom gut für die Umwelt ist. Und das ist tatsächlich auch so. Also hier finden wir nochmal, Problemwissen allein reicht nicht, sondern häufig sind es andere Appelle, die handlungsleitender für uns wirken. Kommen wir jetzt zur nächsten Komponente. Ihr seht, hier oben baut sich langsam das Modell auf. Die sozialen Normen, die persönliche ökologische Norm haben wir schon besprochen. Die Verhaltenskosten und Nutzen. Mit Verhaltenskosten und Nutzen sind sowohl Kosten und Nutzen quasi auf finanzieller Ebene als auch Verhaltenskosten und Nutzen, also wie aufwendig, wie zeitintensiv sind bestimmte Dinge für mich gemeint. Und hier sehen wir einfach, dass zurzeit gerade sehr viel von nachhaltigem oder umweltschützendem Verhalten häufig länger braucht, aufwendiger ist, teurer ist. Und das, es wäre klug, in diesem Bereich den Kontext so zu kreieren, dass es für Menschen naheliegender und einfacher ist, sich nachhaltig zu verhalten. Hier ein kleiner Disclaimer, wir reden jetzt gerade sehr viel über individuelles, umweltschützendes Verhalten. Das ist auch, liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir aus einer Wissenschaft kommen, der Psychologie, die sich im ersten Schritt aufs Individuum fokussiert. Und gleichzeitig hoffe ich, dass wir uns alle einig sind, dass unser politischer Anspruch auch ein anderer sein muss. Wir können nicht nur darauf warten, dass jede und jeder Einzelne sein oder ihr eigenes Verhalten zu Hause ändert, sondern auch, dass es einfach politische Rahmenbedingungen anders gestellt werden. Das heißt, dass zum Beispiel Infrastruktur ausgebaut wird, dass Subventionen in nachhaltige Alternativen gehen, dass entsprechend unnachhaltige Optionen teurer werden. Ich dachte, da möchte ich mal widersprechen, aber ich glaube, da hat mir jemand aus Versehen das Mikro angemacht. Genau, das heißt, hier müssen wir zum einen schauen, in welcher Handlungssituation verhalten wir uns auch und gleichzeitig, wie hat das aber auch zu tun mit unseren Verhaltenskosten und Nutzen. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel Zero Waste. Ich habe auch eine Weile in meinem Leben versucht, tatsächlich auf Plastikverpackung zu verzichten und nur in dem Unverpacktladen einkaufen zu gehen. Und ich habe gemerkt, davon abgesehen, dass es auch einfach deutlich teurer ist und das dadurch auch exklusiv macht, ich musste immer eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad durch die ganze Stadt radeln, um überhaupt zu dem einen einzigen Unverpacktladen zu kommen, während ich auf dem Weg dahin wahrscheinlich an 30 Discountern vorbeigeradelt bin. Und dachte ich mir so, boah, ich würde mir wünschen, dass die Leute, die zum Discounter wollen, eine Dreiviertelstunde radeln müssen und diesen extra Effort betreiben müssen, um doch bitte ihre Plastikverpackung zu bekommen. Und also da einfach zu schauen, wie können wir auch einfach den Kontext ändern und zum Beispiel Verhaltenskosten und Nutzen gering halten. So, jetzt sieht das alles sehr mechanisch aus. Das ist ein bisschen das Stereotyp der Psychologie. Das ist jetzt alles ein bisschen systematisiert wurde, dass der menschliche Ablauf, ganz so ist es natürlich nicht, aber diese Einflussfaktoren beeinflussen uns irgendwie alle und resultieren in einem inneren Abwägungsprozess und daraus resultierenden Intentionen. Dieser Abwägungsprozess findet natürlich mehr oder weniger bewusst statt, meistens eher unbewusst. Vielleicht nimmt die eine oder der andere sich nach heute Abend mal einen Moment und schreibt das tatsächlich für sich auf. Ich persönlich habe das manchmal gemacht. Kann auch sehr spannend sein, meistens ist es unbewusst. Und daraus resultiert eine Intention. Das heißt, die Absicht, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Wir haben in der Umweltpsychologie zwei bekannte Lücken. Die eine ist so die Wissensverhaltenslücke, die habe ich am Anfang angesprochen, das Problembewusstsein häufig nicht reicht. Und die zweite, die ist die Intentionsverhaltenslücke, Intention Behavior Gap, hat vielleicht die eine oder die andere von euch schon mal gehört. Und die kommt jetzt ins Spiel. Das heißt, wir haben jetzt quasi eine Intention. Und häufig ist das leider auch der Punkt, wo viele Forschungen aufhören, wenn man sagt, okay, wir haben eine Kampagne gemacht und die Menschen geben an, sie haben vor, sich in Zukunft nachhaltiger zu verhalten, dann war das ja eine erfolgreiche Kampagne. Was wir leider finden, ist, dass das häufig nicht reicht, weil die Intention alleine nicht genügt. Ich glaube, wir alle kennen das, wir haben irgendwie gute Neujahrsvorsätze oder in einem anderen Punkt in unserem Leben uns gute Vorsätze gemacht und
ganz so direkt ist leider dann der Weg von der Intention zum Verhalten nicht. Genau, das heißt, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen drauf eingehen, was beeinflusst uns noch oder was lenkt uns quasi ab auf diesem Weg von der Intention zum Verhalten. Zum einen haben wir hier die Gewohnheiten. Genau, ich habe jetzt hier so eine kleine Statistik. In der Psychologie wird gefunden, dass 35-53% unserer Verhaltensweisen Gewohnheiten sind, je nachdem, wie man auch Gewohnheiten dann misst. Festhalten lässt sich auf jeden Fall, dass wir in vielen Momenten in unserem Alltag in so einem Autopiloten sind. Wir haben bestimmte Dinge gelernt und darauf fallen wir zurück. Das ist auch so, wenn wir nochmal wieder auf die Verhaltenskosten nutzen schauen von eben gerade, das ist das super Sonderangebot der Verhaltensweisen. Das ist total billig, weil in dem Moment braucht es überhaupt keine Energie, darüber nachzudenken, was wir tun, weil wir haben diese Verhaltensweise wahrscheinlich schon 1000 Mal getan. Wir sind schon 1000 Mal von unserem Arbeitsplatz nach Hause gefahren, sind in dem Supermarkt vorbeigegangen und haben diese Produkte gekauft, um dann das Rezept daraus zu kochen. Das kostet uns einfach wahnsinnig wenig Anstrengung und ist dafür relativ attraktiv. Gleichzeitig sind wir aber auch Kinder einer Gesellschaft, die häufig unnachhaltige Gewohnheiten lernt. Und dadurch reproduzieren wir immer wieder unnachhaltige Dinge und müssen das haben wir eben gerade ja auch bei der Kampagne schon, bei der Zero-Waste-Kampagne gehört, müssen das überhaupt erstmal dekonstruieren und neue Verhaltensweisen etablieren. Das heißt, genau, das ist so eine der wichtigen Dinge von der Intention zum Verhalten, die uns noch aufhalten können. Wie gesagt, hier habe ich auch wieder verschiedene Wege, die die Psychologie vorschlägt, wie wir alte Muster durchbrechen können. Auch da reicht jetzt gerade die Zeit nicht, um wahnsinnig tief drauf einzugehen. Ich würde gerne kurz ansprechen, was vielleicht auch gerade nach den letzten 1,5 Jahren für viele interessant ist. Gerade so dieser Moment von Veränderung der Handlungssituation. Ich kann gerade eh nicht das tun, wie ich es sonst getan habe, sind großartige Möglichkeiten, um ein neues Verhaltensskript einzuüben. Also wenn ich zum Beispiel gerade eh nicht an meinen Arbeitsplatz fahren kann. Vielleicht ist da aber auch einfach eine Baustelle in meiner Straße. Vielleicht, genau, kann ich gerade nicht das Haus verlassen. Das sind Momente, wo wir eh aus unseren Gewohnheiten geholt werden und neue Skripte einüben. Kritische Lebensereignisse wie zum Beispiel, ich ziehe in eine neue Stadt. Wenn ich in diesem Moment, in dem ich in eine neue Stadt ziehe, zum Beispiel Informationen bekomme, wo sind denn nachhaltige Geschäfte, kriege ich vielleicht eine ÖPNV-Bahncard für den ersten Monat kostenlos, beziehungsweise gerne auch immer, aber in diesem Moment, damit ich quasi erstmal überhaupt rangeführt werde an nachhaltige Strukturen und die kennenlernen kann. Genau, und dann komme ich zur nächsten. Das ist nochmal ein großes Thema Emotionen. Dazu haben wir auch eine Quizfrage erstellt. Und zwar die Aussage, wenn ich gut gelaunt einen Vortrag über die Ursachen des Klimawandels höre, neige ich eher dazu, den Unternehmen die Schuld zu geben, als mir selbst. Wenn ich gut gelaunt einen Vortrag über die Ursachen des Klimawandels höre, neige ich eher dazu, den Unternehmen die Schuld zu geben, als mir selbst. Während die Menschen noch antworten, würde ich gerne einmal kurz sagen, es gibt immer wieder Menschen, die mir danach irgendwie schreiben und sagen, ey, aber das kann doch gar nicht sein, bei mir ist das ganz anders. Natürlich sind Menschen immer noch Individuen und die Psychologie als Wissenschaft arbeitet mit Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, diese Aussagen, die ich hier treffe, sind Wahrscheinlichkeiten. Studien haben gezeigt, dass eine signifikant große Menge an Menschen auf diese Art und Weise reagiert hat, was natürlich nicht heißt, dass es nicht immer Abweichungen gibt, links und rechts von der Kurve von Menschen, die anders darauf reagiert haben. Wir sind hier gerade fast exakt bei 50-50. Aha. Ja, das ist ganz spannend, das ist ganz witzig. Stimmt. 52 zu 48 ist es ausgegangen. Die Frage polarisiert auf jeden Fall deutlich mehr als die erste. Ja. Ja. So, Emotionen. Emotionen ist tatsächlich die eine Komponente, die wir noch nachträglich dem Modell hinzugefügt haben, auf Basis von vielen Arbeiten einer Psychologin in Neuseeland, Nikki Haree. Die hat ein ganz schönes Buch geschrieben, Psychology for a Better World, und sehr viel zu Emotionen gearbeitet. Und ich finde, es ist tatsächlich eines der spannendsten Bereiche aus meiner Perspektive. Wir haben hier verschiedene Bilder von genau, von Berichterstattungen, wie wir sie wahrscheinlich aus dem täglichen Leben immer wieder kennen, beziehungsweise uns langsam sogar wahrscheinlich schon fast dran gewöhnen. Wenn wir über Klimawandel und entsprechend Klimakrise sprechen, dann sind das häufig
Bilder, die sehr unangenehme Emotionen in uns auslösen und bei vielen Menschen Wut, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Verzweiflung hinterlassen. Genau, und das ist auch gerade so, ich würde sagen, der Status quo, in dem wir über Klimakrise berichten. Hier steht jetzt negative Emotionen. Ich werde im Folgenden von unangenehmen Emotionen sprechen. In der Forschung werden sie als negative Emotionen klassifiziert. Mir wäre es hier immer wichtig zu sagen, dass ich persönlich finde, dass negative Emotionen irgendwie eine recht negative Konnotation haben und offensichtlich alle Emotionen ihre Berechtigung haben und wichtig sind. Alle Emotionen dieses Spektrums, was wir fühlen können, sind relevant und haben auch eine Funktion. Genau, aber es gibt auf jeden Fall eine Klassifizierung zwischen Emotionen, denen wir uns eher annähern wollen, angenehmen Emotionen und eher unangenehmen Emotionen, die wir versuchen zu bewältigen. Und bei unangenehmen Emotionen finden wir, dass sie uns teilweise helfen können, uns zu fokussieren und unsere Aufmerksamkeit klar auf die wichtigen Punkte zu richten. Und gerade wenn der Ernst der Lage noch nicht deutlich ist, kann das sehr hilfreich sein, mit unangenehmen Emotionen zu arbeiten, um Menschen wachzurütteln. Sei es jetzt mit Bildern von einer Raucherlunge auf Zigarettenpackung oder mit Bildern von Tüten voller Leichen stapeln in der Pandemie oder eben Bilder von Klimakrise und Zerstörung. In Momenten, in denen Menschen vielleicht das Ausmaß der Katastrophe noch nicht bewusst ist, kann das teilweise helfen, um Menschen wachzurütteln. Was wir auch finden, ist, dass gerade in den jüngeren sozialen Bewegungen auf der Straße, wie beispielsweise Fridays for Future, Extinction Rebellion, findet die Forschung, dass viele angeben, dass Wut eine treibende Emotion ist, warum sie auf die Straße gehen. Das heißt, da sehen wir gerade in der Forschung zu kollektivem Protest und Engagement, dass Wut eine sehr wichtige Komponente ist. Das heißt, das sind so unangenehme Emotionen, mit denen wir arbeiten können, sage ich mal. Gleichzeitig findet die Forschung auch, dass sie häufig Lösungsorientierung verhindert, dass wir einfach genau der Blick auch deutlich eingeengter ist, zwar fokussierter, aber auch eingeengter, dass sie häufig wirkungslos sind und dass wir gegebenenfalls in ungewollte Bewältigungsstrategien verfallen. Zu den Bewältigungsstrategien sage ich jetzt auch noch mal kurz was. Genau, wenn wir eine unangenehme Emotion verspüren, dann wollen wir dieser Emotion irgendwie begegnen und diesen Spannungszustand auflösen. Das können wir jetzt tun, indem wir zum Beispiel problemorientiert bewältigen. Das heißt in dem Fall zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe jetzt Bilder gesehen von wahnsinnig viel Tierleid, ab jetzt ernähre ich mich vegetarisch-vegan. Was aber leider häufig passiert, weil wir uns eben einfach schon so dran gewöhnt haben und weil das so Teil unseres Alltags ist, mit diesen unangenehmen Bildern konfrontiert zu sein und nicht darauf zu reagieren, dass die meisten Menschen heutzutage emotionsorientiert bewältigen. Das heißt, ich verspüre diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit, diese Trauer und anstatt mich dahin zu wenden und zu sagen, okay, was kann ich tun, ist es für mich mittlerweile schon zur Routine geworden, das irgendwie anders zu bewältigen, indem ich zum Beispiel sage, das ist mir irgendwie nicht so wichtig, ich identifiziere mich damit gar nicht, ich engagiere mich woanders, vielleicht deute ich die Problemsituation auch um und verlagere die Schuld auf andere Länder, andere Menschen, ich rechtfertige mich, ich kann ja nicht, weil was auch immer, ich muss ja noch für meine Kinder kochen, meine Mutti kocht für mich, was auch immer, oder meine Aufmerksamkeit selektiv in andere Bereiche richte. Und hier müssen wir einfach schauen, wenn wir zu viel mit unangenehmen Emotionen arbeiten, ohne den Menschen konkret quasi sie einzuladen, gemeinsam aktiv zu werden und Handlungswissen an die Hand zu geben, dann werden Menschen höchstwahrscheinlich emotionsorientiert bewältigen, weil die problemorientierte Bewältigung erstmal recht komplex ist in der heutigen Zeit. Deswegen ist es für mich gerade so wichtig zu sehen, okay, da gibt es diese Projekte, die einfach gemeinsam anpacken und Menschen dieses Gefühl geben von, okay, wir können was tun. Und so können wir auch uns diesen unangenehmen Emotionen stellen und gemeinsam problemorientiert versuchen zu bewältigen. Genau, kommen wir jetzt noch einmal zu angenehmen Emotionen. Die bewirken wiederum Offenheit und Kreativität. Hier finden wir, dass Menschen deutlich kreativer und zugewandter sind, kreativer nach Lösungen suchen können und überhaupt angenehme Emotionen eher machen, dass Menschen Lust haben, sich anzuschließen. Auch wenn Extinction Rebellion viel in der Kritik steht, sehen wir zum Beispiel, dass die es sehr gut schaffen, einen Raum zu schaffen, wo Menschen häufig Lust haben, sich zum Beispiel mit in eine Blockade zu setzen, weil das sehr einladend ist im Vergleich zu beispielsweise Ende Gelände, wo wir einfach gesehen haben, okay, die haben nach außen ein Bild kreiert, was für viele Menschen erstmal abschreckend gewirkt hat. Und neuere soziale Bewegungen schaffen es deutlich besser, bunter und offener und freudvoller auf die Bühne zu treten.
Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass gerade Menschen, die unter sehr angenehmen Emotionen stehen, schneller abgelenkt werden. Ich bin vor ein paar Monaten nach Berlin gezogen und hier gibt es gerade aus verschiedenen Themen immer wieder recht viele Soli-Partys und Ähnliches. Und ich merke schon genau dieses Muster von, okay, die Menschen gehen zu dieser Soli-Party, aber irgendwie ist auch alles so schön und man sieht all die Leute wieder und all die Freude, dass ich mich manchmal frage, es ist toll, dass wir alle hier sind, aber das Thema der Soli-Party rückt in den Hintergrund, weil wir abgelenkt sind von all den anderen schönen Dingen, die wir da so zelebrieren. Genau. Auch verfallen wir schneller auf soziale Stereotypen. Wir denken nicht mehr ganz so differenziert. Wir sind vielleicht eher so, der Manager ist schuld, der Kapitalismus ist schuld, was auch immer. Und denken eher an Boxen und nehmen uns nicht mehr die Zeit und die Mühe, genauso differenziert über Dinge nachzudenken, wie wir das tun, wenn wir gerade in einem Zustand von unangenehmen Emotionen sind. Genau, das heißt hier, die Aussage ist tatsächlich richtig. Wenn ich gut gelaunt bin, dann gebe ich eher den Unternehmen die Schuld und hake damit das Kapitel ab, als dass ich mir selber quasi Zeit und Raum nehme, um da differenzierter drüber nachzudenken. So, jetzt haben wir also diese verschiedenen Komponenten. Wir haben Intention gebildet. Auf dem Weg von Intention zum Verhalten sind noch Emotionen und Gewohnheiten dazugekommen. Nun haben wir also ein umweltschützendes oder umweltschädliches Verhalten an den Tag gelegt. Und auch dieses Verhalten wiederum hat Konsequenzen auf mein Verhalten von morgen. Hier finden wir zum einen Spillover-Effekte. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel jahrelang vegetarisch ernähre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich über die Zeit auch anfange, für vegane Ernährung zu interessieren, relativ groß. Das liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass ich immer mehr Wissen darüber habe, dass vielleicht auch meine Peer Group ähnlich denkt und ich mich da irgendwie wiederfinden kann, dass meine eigene Identität immer mehr damit verknüpft ist. Ich bin zum Beispiel Tierrechtlerin oder ich verknüpfe meine Ernährung mit meinem ökologischen Fußabdruck oder was auch immer die verschiedenen Gründe sein können. Gleichzeitig findet die Forschung aber auch, dass Spillover-Effekte bisher nur innerhalb einer Domäne gefunden werden konnten und nicht domänenübergreifend. Also klassisches Beispiel, ich ernähre mich ein Jahr lang vegetarisch und sehe trotzdem kein Problem damit, in dem Urlaub nach Mallorca zu fliegen. Dann haben wir den Rebound-Effekt. Vielleicht hat die eine oder andere von euch davon schon mal gehört. Das ist auch so ein Klassiker aus der psychologischen Forschung. Wir tun etwas, was vermeintlich gut oder konstruktiv unterstützend sein soll, aber durch die Tatsache, dass wir uns dessen bewusst sind, kompensieren wir auf anderer Ebene. Also Beispiel, ich sage, okay, ich habe mich jetzt ein Jahr zusammengerissen und ich habe ein Jahr lang kein Fleisch und keinen Fisch gegessen. Jetzt darf ich mir doch nochmal XY gönnen. Und im schlimmsten Falle ist XY aber sogar noch schlimmer als das ursprüngliche. Also beispielsweise jetzt dieser Flug nach Mallorca, der wird einfach, wenn wir jetzt auf CO2 schauen, wird dieser Flug ein Jahr lang mich vegetarisch ernähren wieder zunichte machen. Also da finden wir sogar nicht nur Rebound-Effekte, sondern sogar so Backlash-Effekte, dass ich quasi schlechter dran bin als zuvor. Genau, der Effekt wurde ursprünglich in der Psychologie erfunden bei so ganz klassischen Sachen wie in dem Moment, in dem Anschnallgurte in Autos erfunden wurden, passierten mehr Autounfälle, weil Menschen einfach signifikant schneller und fahrlässiger gefahren sind, weil sie fühlten sich ja sicherer mit dem Anschnallgurt. Genauso, wenn ich als Fahrradfahrerin einen Helm trage, dann werden Autos signifikant näher an mir vorbeifahren, weil sie das Gefühl haben, die Situation ist insgesamt sicherer. Genau. Jetzt noch einmal kurz zu dem Modell an sich. Wie gesagt, ich habe auch die Quellen alle angegeben auf den Folien. Wir haben dieses Modell entwickelt oder abgewandelt von der Erweiterung des integrativen Einflussschemas umweltgerechten Alltagshandelns von Ellen Matthies, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Die wiederum baut das Modell auf zwei psychologischen Modellen auf, die schon sehr, sehr lange, also 30, 40 Jahre, im Raum sind und schon mehrfach quasi geprüft und validiert wurden. Auf diesen Modellen baut das Modell jetzt auf. Dieses Modell ist noch keiner Gesamtmodellprüfung unterlaufen. Die einzelnen Komponenten konnten so gefunden werden und wir haben daraus dieses Modell gebastelt, was aber so noch keiner Gesamtmodellprüfung unterlaufen ist. Nur als kleiner Disclaimer. Genau, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, es ist natürlich kein Phasenmodell. Es funktioniert jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Tick, ich habe jetzt die persönlichen ökologischen Normen, jetzt muss ich noch einmal die sozialen Normen abhaken und dann die Verhaltenskosten nutzen, dann haben wir ja eine Intention. Die menschliche Psyche ist komplexer als das. Trotzdem glaube ich fest daran, dass all diese Komponenten
relevant sind und uns in unserem Verhalten beeinflussen. Es ist auch keine Patentlösung. Wir müssen irgendwie schauen, wie können wir diese verschiedenen Komponenten berücksichtigen und daraus komplexere Maßnahmen gestalten. Und wichtig ist auch, Reaktanz zu vermeiden. Reaktanz passiert dann, wenn Menschen das Gefühl haben, wir beschneiden sie in ihrer eigenen Freiheit. Also wenn sie zum Beispiel das Gefühl haben, sie haben, klassisches Ding war ja diese Umstellung auf, es gibt jetzt einfach kein Fleischgericht mehr in der Mensa. In dem Moment, in dem Menschen das Gefühl haben, ihnen wird einfach die Wahl genommen und ihre Entscheidungsfreiheit beschnitten, verfallen Menschen häufig in Reaktanz und widersprechen dann quasi umso deutlicher, sondern eher zu schauen, wie können wir Menschen immer noch vermitteln, sie haben diese Handlungsfreiheit und eher genau durch andere Umgestaltung von Maßnahmen da Handlungen mitleiten. So. Und damit würde ich uns auch einladen, in die Diskussion gemeinsam zu kommen und in Fragen. Erstmal vielen herzlichen Dank, Eva. War ein bisschen, immer ein bisschen erschlagend, auch wenn man sich mit dem Thema schon mehrfach beschäftigt hat, aber das ist nicht schlimm, glaube ich. Ich habe den Eindruck, dass wir eine ganze Reihe von bereits vorgebildeten ZuhörerInnen auch haben. Ich bin auch sehr durchgerast, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte das Gefühl, da haben wir lieber noch mehr Zeit zum Diskutieren. Genau, aber gucken wir mal. Gibt es denn Fragen? Gerne in den Chat erstmal stellen. Bislang sind noch keine da, die wir nicht zwischendurch nach Autorinnen von Studien beantworten konnten. Genau, vielleicht wird sich es auch irgendwann mal noch dahingehend ändern, dass wir die Mikros öffnen. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher sogar. Genau, es kommt tatsächlich eine erste Frage, ob es bei den Modellen oder dem Modell, das vorgestellt wurde, einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen gibt. Mhm. Ist die Psychologie dahingehend altersabhängig sozusagen? Jein. Die meisten Studien, die gemacht werden, werden mit Erwachsenen gemacht. Ich hätte es benannt, wenn das jetzt eine explizite Studie gewesen wäre, die Erkenntnisse für Kinder gehabt hätte. Gleichzeitig finden wir natürlich schon, dass Kinder nochmal anders, anders geprägt werden. Dass wir da zum Beispiel, wenn wir auf Gewohnheiten schauen, finden, okay, da sind viele Gewohnheiten noch nicht etabliert. Gleichzeitig finden wir auch, häufig, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dass bestimmte Entscheidungsfreiheiten tatsächlich noch nicht gegeben sind und dass da quasi auch einfach andere Zwänge herrschen, also um wieder auch auf die Handlungssituationen zu sprechen zu kommen. Es gibt natürlich Unterschiede, aber in den Studien, die ich jetzt vorgestellt habe, geht es erstmal um Erwachsene beziehungsweise Studierende häufig sind Zielgruppen von psychologischen Studien. Die nächste Frage wäre nach Tipps für eine Einsteigerliteratur zu dem Thema. Tatsächlich würde ich persönlich sagen, das Handbuch, was ich am Anfang auch schon benannt hatte, unter wandel-werk.org/Materialien könnt ihr euch das Handbuch kostenlos runterladen und alles, was ich gerade erzählt habe, ist da nochmal in mehr Detail beschrieben. Das ist so das erste deutsche Buch, was umweltpsychologisches Wissen für PraktikerInnen aufbereitet. Und ich finde es tatsächlich recht leicht zu lesen und gut anwendbar so für eigene Projekte und Kampagnen. Ich tue gleich den Link in den Chat rein. Dankeschön. Genau. Tipp sie ruhig weiter. So, hier unter dem Link findet man das dann. Einer unserer Co-Hosts hat eine Frage, der Martin selber. Ah, jetzt kommen sie langsam an. Jetzt wird genau, langsam die Moderation gefragt, ist jetzt langsam gefragt. Genau, es ist noch ein weiterer Buchtipp reingegangen. Zwei sogar. Kunstpädagogik und Ökologie von Joachim Penzel. Ich hätte tatsächlich
Eva Junge selber eine Frage, und zwar, welche NGO im Umwelt- und Klimaschutzbereich würdest du denn sagen, setzt dieses psychologische Wissen am besten ins Campaigning um? Wo würdest du sagen, diese oder jene Organisationen haben sich offensichtlich mit dem Thema beschäftigt und erzielen damit auch ein Stück weit andere, bessere, größere Wirksamkeit? Erkennt ihr das bei, weiß ich nicht, der ganzen Bandbreite an Organisationen, die es in Deutschland gibt? Gute Frage. Also bei Greenpeace hätte ich jetzt beispielsweise gesagt, dass sie da einige dieser Regeln nicht so wirklich berücksichtigen, weil da ja schon auch sehr viel mit konfrontativen, ja, negativen beispielsweise eher passiert. Aber fällt dir persönlich was ein, wo du sagst, die sind da sehr geschickt drin? Also wo ich tatsächlich immer wieder positiv überrascht bin, ist, oder was heißt überrascht, ist nicht, dass ich es jetzt nicht erwarte, aber ich glaube, ich habe lange die Arbeit vom BUND unterschätzt. Da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass die recht viel versuchen, sich gerade auch an Menschen einzuladen, gemeinsam in Projekten aktiv zu werden, sehr, sehr viel Materialien zur Verfügung stellen, die nicht nur bei der Vermittlung von Problemwissen Halt machen, gerade auch jüngere Generationen immer wieder einladen, aber eben auch für ältere Generationen wahnsinnig viel erlebnisorientierte Angebote schaffen. Das ist eine ganz klassische NGO. Hier ist jetzt ein bisschen längeres. Ich lese es vielleicht trotzdem mal kurz vor. Einfach ein kleines Praxisbeispiel vom letzten Wochenende. Wir hatten einen kleinen Infostand in der Stadt mit Infos zur Klimawahl. Ein Mann kommt mit seinen drei Kindern an uns vorbei. Die Kinder waren neugierig. Der Mann zog sie zurück und meinte, nein, zu den Spinnern geht ihr nicht hin. Die wollen uns den Urlaub verbieten. Wie kann man mit jemandem wie ihm überhaupt ins Gespräch kommen? Mhm. Schöne Frage. Ja, total. Kennen wir selber auch von... Also für mich ist es in dem Moment, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir in ein Gespräch kommen wollen, dann wollen wir erstmal eine Verbindung zu dieser Person herstellen. Ich glaube, dass häufig dann so die Intention ist, ich muss jetzt nur das Richtige sagen und dann klappt das auch. Und ich glaube, dass es da wirklich eher, wenn wir wirklich sagen, wir wollen erstmal eine Verbindung herstellen zu dieser Person, erstmal zu fragen, was bringt diesen Menschen dazu, das zu sagen? Was sind da irgendwie Annahmen oder Gefühle in dieser Person und zu versuchen, diese Person zu verstehen? Ich glaube, wenn diese Person das Gefühl hat, wir versuchen, sie zu verstehen, dann ist sie auch wiederum offener, in ein Gespräch zu kommen. Ich habe häufig, wenn ich Workshops gebe, das Gefühl so, dass wir so auf der Suche sind nach dem goldenen Satz, den wir dann raushauen können. Und ich glaube, dass es da wirklich eher darum geht, zu schauen, genau, wie können wir da auf einer ganz anderen Ebene irgendwie zueinander kommen? Weil ich glaube, dass so diese grundlegenden, beispielsweise Emotionen zu Klimakrise oder Wünsche an ein gutes Leben, Bedürfnisse, wenn wir auf dieser Ebene miteinander reden, dann haben wir sehr, sehr viel gemeinsam. Würdest du dann beispielsweise auch... Ja? Vielleicht tatsächlich, also zitierend eingehen, so zu fragen, warum er jetzt genau das gesagt hat zu den Kindern und dadurch dann so eine Eingangsfrage zu haben, warum konkret das jetzt mit dem Urlaub verbieten thematisiert wurde, oder wäre das ein Ansatz, oder wie würde man denn auf ihn optimalerweise eingehen dann? Ich würde versuchen, das zu fragen, warum meinst du, dass wir dir den Urlaub verbieten wollen? Ja. Jetzt kommt eine Geschäftsführerfrage. Die kommende Bundestagswahl wird von den Menschen 55 plus in Deutschland entschieden. Was glaubst du, mit was man ältere Menschen am wirkungsvollsten davon überzeugen kann, eher für die Jugend zu wählen? Witzig, jetzt gehen wir sehr in die Klimakommunikation rein. Ja, bei der älteren Generation ist es ja häufig so, also was wir gerade sehen, ist, dass viele junge Generationen oder die Kommunikation, die gerade stattfindet, häufig eher auf junge Generationen angepasst ist. Und zwar gibt es da ein großes Narrativ von Wandel, von Transformation, sozial-ökologischem Wandel.
Dieses Narrativ von einem Wandel ist für ältere Generationen häufig aber gar nicht so attraktiv, sondern eher quasi ein Narrativ von Sicherheit, Beständigkeit, Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass man Klimakrise wunderbar auch mit diesem Narrativ framen kann und sagen kann, wir müssen jetzt etwas tun, damit wir diese Verlässlichkeit und die Beständigkeit erhalten können und nicht mit diesem zu versuchen, den Wandel attraktiv zu machen, weil ich glaube, das wird dafür viele Generationen einfach nicht mehr sein. Also da einfach auch zu schauen, genau, wie, worauf fokussieren wir uns, wie, also genau, vielleicht der Begriff des Framings ist, haben wahrscheinlich viele von uns schon mal gehört. So. Ja. Also auch da würde ich wieder, genau wie bei der Frage davor, auch wieder schauen, wo sind denn auch auf so einer Bedürfnisebene gemeinsame Werte und Bedürfnisse, die wir eigentlich miteinander teilen. Also gerade die Forschung zu Werten finde ich auch wahnsinnig spannend in dem Bereich. Es gibt ein Wertenetzwerk von Schwarz, das lohnt sich auch, das mal anzuschauen. Da sehen wir so die universellen Werte, die wir alle in uns tragen. Und wir, also unabhängig von Generationen und Kultur und Sozialisierung, sind das Werte, die wir in uns haben. Und da zu schauen, wie können wir in unserer Kommunikation das dann wiederum auf unsere Zielgruppe anpassen, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Nächste Frage. Bezüglich Emotionen. Was bewirken beispielsweise positive Erinnerungen an Naturerfahrungen beziehungsweise positive aktuelle Naturerfahrungen? So ein bisschen auf das Motto abzielen, zeigen, was schützenswert ist und schützen, was man liebt. Da gibt es total schöne Forschung, dass gerade auch wieder Naturverbundenheit stärken, positive Erlebnisse in der Natur sehr, sehr hilfreich sind. Also. Genau. Ganz schön, das reißt jetzt gerade nicht ab. Wenn der Modus okay ist, dass ich es einfach vorlese, ist es ja ganz gut seriell jetzt gerade noch handelbar. Wie vorhin angesprochen, reagieren viele Umweltschützerinnen wie von Extinction Rebellion aus unangenehmen Gefühlen wie Wut heraus. Ich habe leider oft den Eindruck, dass ihre Aktionen bei den Mitmenschen auch Wut hervorrufen. Wie siehst du das? Welche Wirkungen, glaubst du, haben solche Aktionen und wie könnte man bei seinen Mitmenschen nicht nur unangenehme Emotionen, sondern auch Problemorientierung hervorrufen? Also sind wütende Proteste produktiv? Also tatsächlich ist Wut, so, wenn ich das so sagen darf, meine Lieblingsemotion unter den unangenehmen Emotionen. Ich finde, also nicht nur für mich, sondern auch aus der Forschung heraus, Wut ist aus allen unangenehmen Emotionen die handlungsleitendste. Alle anderen unangenehmen Emotionen wie Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Trauer sind eher inhibierende, sagt man, glaube ich, Emotionen, also eher quasi Emotionen, die machen, dass wir uns eher zurückziehen, wohingegen Wut tatsächlich uns eher anregt, aktiv zu werden. Gleichzeitig sehe ich aber total diesen Punkt und ich glaube, dass das für mir auch selber in meinem Weg irgendwann ein Anliegen geworden ist, zu sagen, okay, wenn ich aber mich für eine bessere Welt einsetzen will, dann ist diese Welt, die ich mitgestalten möchte, ja auch eine empathischere, liebevollere, glücklichere Welt, die eben nicht darauf aufbaut, dass ich den Schmerz, den ich fühle, an meine Mitmenschen weitergebe. Und also da zu schauen, wie kann ich quasi auch kohärent werden mit diesem Wandel, den ich mitgestalten möchte und sagen möchte, okay, ich will Menschen aber aus einer Hoffnung und einer Zuversicht und einer Freude an der gemeinsamen Aktion inspirieren und nicht durch die Wut, die ich jetzt irgendwie den anderen Menschen weitergebe. Könnte man seinen Mitmenschen nicht nur unangenehme Emotionen, sondern auch Problemorientierung hervorrufen? Wie gesagt, also für mich ist auch Problemorientierung nicht die ultimative Lösung. Ich würde immer eher versuchen, dabei anzusetzen, Handlungsalternativen zu zeigen und quasi wirklich eher zu sagen, wie kann ich Handlungswissen vermitteln, wie kann ich Menschen an die Hand nehmen und sagen, lass uns gemeinsam, was auch immer, diese Zero-Waste-Challenge machen oder aber auch uns dieser Kampagne anschließen, diesem Protest anschließen. Und da wirklich, häufig ist es tatsächlich sogar so, dass Menschen sagen, ah, okay, ich kann das machen und das wird dann auch Teil von ihrem Selbstbild. Und plötzlich sagen sie, ich bin eine von den Menschen, die sich aktiv für Umweltschutz einsetzt. Also da wirklich eher zu versuchen, Leute einfach mitzunehmen. Okay, vielen Dank. Es gibt eine weitere Frage. Glaubst du daran, dass Eltern mit Kindern über die nachhaltigen Lebensweisen und Ansichten ihrer Kinder
eher umweltbewusster leben würden und potenziell als Zielgruppe unterschätzt werden. Also eine Revolution von unten, von den Jüngeren. Nee, an alle. Was ich auf jeden Fall finde, ist, dass Menschen, die Nachwuchs bekommen, nochmal anders auf Endlichkeit schauen und nochmal anders sagen, okay, jetzt, wo ich selber Kinder habe, wird das Thema nochmal relevanter für mich. Ob das jetzt daran liegt, dass sie davor dachten, okay, also ich glaube, da gab es jetzt keinen bewussten bewusste Abwägung von, ach, Glück gehabt, ich bin noch in der Generation, die es noch reißt, die noch quasi früh genug abhaut. Ich glaube, diesen bewussten Gedanken gab es nicht, aber trotzdem sieht man gerade, dass bei Menschen mit Nachwuchs nochmal krasser diese Wahrnehmung angeht von, okay, wir zerstören gerade diesen Planeten für zukünftige Generationen. Dass die Eltern auch durch ihre Kinder beeinflusst werden, passiert natürlich auch, passiert ja beidseitig. Da sind wir wieder bei den subjektiven Normen, bei den subjektiven sozialen Normen. Ob sie unterschätzt werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kann ich aus meiner Position nicht bewerten. Also ich habe das Gefühl, es gibt Gruppen wie Parents for Future und ähnliches. Ich glaube, man kann diese Zielgruppe auf jeden Fall nochmal spezifisch ansprechen. Ich habe das Gefühl, es wird in Teilen auch getan. Okay, etwas unklar vielleicht, ja, genau. Ja. Okay, Dankeschön. Christian, machst du die nächste? Ja, ich schaue gerade, ob es noch eine gibt, die nur an mich gegangen ist. Was ich eine ganz spannende Frage finde, so grundsätzlich, wie erreicht man denn Menschen, wo man vom ersten Eindruck her glaubt, dass die eigentlich nicht mehr erreichbar sind. Also dass die sich für das Thema überhaupt nicht interessieren, wo man eigentlich eher sagen würde, da ist Hopfen und Malz ein bisschen verloren. Welche Eingangsstrategien sind denn da empfehlenswert? Also ich meine, die eine, das habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, das mag auch pathetisch klingen, aber ich glaube, auch hier können wir wieder Bedürfnisse und Werte finden in Menschen, die beeinträchtigt werden durch Klimakrise oder die schützenswert sind. Also ich glaube, so ganz davon abkapseln kann sich ja tatsächlich einfach niemand. Gleichzeitig sehe ich aber auch zum Beispiel über die letzten Jahre Klimacamps in Deutschland, dass es immer mehr natürlich auch Gruppen anzieht, die einfach wie auf jedem anderen Festival ankommen mit einer Boombox und ein paar Kisten Bier. Und ich am Anfang auch so dachte, ah ja, krass, jetzt wird es irgendwie, genau, einfach auch zu so einer Gute-Laune-Veranstaltung. Und gleichzeitig, glaube ich, auch da kann man Menschen einladen, die vielleicht auch einfach Freude haben, mit anderen Menschen gemeinsam was zu tun. Und dann ist es halt so eine Klimaschutzaktion. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf Teufel komm raus alle Menschen irgendwie versuchen müssen zu überzeugen. Das ist ein bisschen, genau, das sind Long-Term- und Short-Term-Benefits. Ne? Also wir können Menschen natürlich erstmal catchen oder ködern durch direkte, kurze, kleine Anreize, wie zum Beispiel, hey, komm, wir fahren einfach dahin, super Wochenende, viele Leute, abends spielen ein paar Bands. So. Oder versuche ich eben langfristiger zu sagen, okay, wie kann ich tatsächlich ein Umdenken bewirken? Und da würde ich tatsächlich wieder so auf diese Fragen von, in was für einer Welt willst du leben, was für ein Leben willst du leben, was ist dir wichtig im Leben, welche Bedürfnisse hast du, schauen. Noch eine Nachfrage. Du hattest vorher erwähnt, dass es zu den Emotionen und diesem Effekt, was ist schützenswert und was man da raus ableiten kann, dass es da viele gute Studien zu dem Thema gibt. Da ist die Nachfrage, wo man Studien zu diesem Thema findet. Mhm. Bevor ich jetzt was Falsches zitiere, was genau ist da die Nachfrage? Studien zu welchem Thema? Zu dem Thema, wie sehr positive Emotionen über schützenswerte Naturerfahrungen, was die für einen guten Effekt in so einer Diskussion haben. Mhm. Auch da kann man auf jeden Fall bei Niki Haré schauen.
Teilweise, da geht es auch schon ein bisschen in Tiefenökologie rein, kann man auch bei Joanna Macy mal schauen. Naturverbundenheit spezifisch, müsste ich jetzt aber selber nachgucken, was es da noch für gute Studien gibt. Kann ich aber nochmal machen. Ja, das wäre klasse. Also wenn du da uns noch vielleicht ein, zwei Literaturtipps nachreichen würdest, wäre das klasse. Ja. Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Ganz klassisch, finde ich, kommt häufiger vor. Wie kann ich es denn schaffen, meine Mitbewohnerin für diese ganze Thematik zu begeistern? Sie ist so die klassische, ich kaufe ja nur Biofleisch und ich liebe ja Käse etc. Person. Gemeinsames Kochen, Einkaufen und so weiter hat bisher nichts gebracht. Tatsächlich hätte ich jetzt auch so dieses gemeinsame Kochen, Einkaufen gar nicht unbedingt immer wieder quasi das Problemgespräch anfangen und irgendwann einfach nur noch abgestempelt zu werden als quasi die nervige Öko-Mitbewohnerin, sondern eher zu sagen, komm, wir gehen halt mal zusammen Lebensmittel retten, Containern, machen einen veganen Kochkurs, was auch immer gerade irgendwie da interessant ist. Konntest du sie nicht begeistern? Ich kann bessere Rezepte raussuchen. Also tatsächlich, aber das ist auch natürlich wieder so ein bisschen, ich habe ja vorhin gesagt, so die Forschung zu Minderheiteneinfluss gibt Hoffnung. Es ist ja häufig so, dass wir jetzt nicht uns an den Tisch setzen und sagen, du, hey, aus was auch immer, Tierethikperspektive, aus Klimagerechtigkeitsperspektive wäre das viel besser. Lass doch mal vegan kochen. Das passiert ja selten, dass dann Menschen sagen, ah ja, Mensch, gute Idee, stimmt, hast recht, lass mal machen. Die Annahme ist, dass es über Zeit, gerade wenn deine Mitbewohner auch noch ein, zwei andere Menschen begegnet, die auch sagen, ey, das ist einfach ein super relevanter Aspekt, schon zu einem Umdenken angehalten wird. Und vielleicht wird sie nicht von heute auf morgen Veganerin werden, aber vielleicht wird sie in ein, zwei Jahren merken, dass sie deutlich ihren Fleischkonsum reduziert hat. Vielleicht da auch einfach so ein bisschen die eigenen Erwartungen unterschrauben oder mehr Geduld walten lassen. Ha. Steht der Tropfen. Ja. Ja, vielen Dank. Christian, ich mache die nächste. Alexandra Frotschning, ist das Buch auch für Grundschulkinder geeignet, ist die Frage. Oder wenn nicht, kennt ihr ein passendes Buch? Ich denke, es wäre wichtig, Kinder früh zu erreichen, auch die, deren Eltern sich nicht für die Umwelt einsetzen, zum Beispiel indem man solche Bücher in Grundschulen verteilt. Das Buch, das Handbuch? Da müssten wir die Claudia Hall direkt fragen. Also das Handbuch ist auf keinen Fall für Grundschulkinder geeignet. Das Handbuch ist für Menschen geschrieben, die selber Projekte gestalten, Klimakommunikation gestalten, Kampagnen gestalten, irgendwo selber sich einbringen oder aber auch einfach nur das eigene Leben gestalten. Das kann natürlich sein. Und sagen, okay, wie kann ich irgendwie einen positiven Einfluss zum Beispiel auf meine Mitbewohnerin haben? Es ist aber auf keinen Fall, also Grundschulkinder, würde ich sagen, nehmen sich selber noch nicht als diese politischen Vorbilder wahr, die jetzt versuchen, Also ich glaube eher, dass man es quasi Lehrerinnen an Grundschulen geben könnte. Darf ich mal ganz kurz einhaken? Ich bin mir sicher, da gibt es welche, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass also ich als Umweltpsychologin kenne mich jetzt leider nicht mit der mit pädagogisch wertvollen Büchern aus für Kinder zu Klimaschutz. Eva, ich würde vorschlagen, wenn es okay ist, weil jetzt doch ein bisschen mehr kommt, ja, dass wir den Modus wechseln, dass wir über das Handheben gehen, wenn alle wissen, wie das funktioniert. Dass man, wenn man über die Menüleiste auf Reaktionen klickt, kann man die Hand heben, wer sozusagen seine Frage noch nicht ausreichend beantwortet sieht vielleicht oder noch eine Nachfrage hat oder eine Frage, die wir jetzt im Chat noch gar nicht beantwortet haben, dass wir das jetzt über das Handheben machen, wäre das in Ordnung für alle. Das ist, glaube ich, ein bisschen, vielleicht auch noch ein Stück kommunikativer sogar. Vanessa zeigt schon, dass sie es verstanden hat. Ich glaube, sie will auch was sagen. Wollen wir vielleicht die Erste sein? Oder? Ja, wir nehmen später zwischendurch nochmal die Fragen dran, auf jeden Fall, die schon geschrieben wurden. Aber Vanessa, fang du an und dann gehen wir später nochmal auf die anderen Fragen ein.
Also ich fand es in deinem Vortrag ganz interessant mit den Emotionen, Eva. Ich fand es übrigens auch sehr sympathisch, dass du von unangenehmen Emotionen redest und dass die alle ihre Berechtigung haben. Ich habe mich jetzt so gerade beim Thema Kampagnenarbeit habe ich mir überlegt oder auch das Profil einer Umweltorganisation beispielsweise, ja, also wie man sozusagen rausgeht und Menschen anspricht. Hast du ja gesagt, also mit Wut kann man arbeiten, für die, die vielleicht noch nicht so abgestumpft sind. Andererseits kann man da eben auch auf Durchzug schalten. Und andersrum ist es aber so, mit positiven Emotionen nehme ich dann vielleicht nicht mehr wirklich die Sache wahr. Und da stelle ich mir jetzt so ein bisschen die Frage, wie macht man es denn dann richtig? Oder haben wir eine zu hohe Anspruchhaltung, wenn wir sagen, wir machen eine Kampagne und wollen möglichst viele erreichen oder möglichst alle? Und vielleicht noch eine weitere Frage, wie glaubwürdig man als Organisation ist, wenn man da vielleicht auch switcht mit den Kampagnen, dass man mal so und mal so nach draußen geht? Ich kann jetzt keine Studie dazu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr an Glaubwürdigkeit verliert. Also Klimakrise ist ja sehr zwiegespalten. Ich glaube, so diese Hoffnung auf einen Wandel zu einem besseren Leben, die tragen, glaube ich, viele von uns in uns. Also ich glaube, dass es viele gibt, die mittlerweile spüren, es gibt ein Problem. Und gleichzeitig finde ich es schon auch legitim, in einer kleinen Dosis mit unangenehmen Emotionen zu arbeiten, in einer kleinen Dosis darauf hinzuweisen, es gibt ein Problem, weil ich es auch zum Beispiel, das ist ja auch, finde ich, die Problematik, wenn wir über Hoffnung reden. Hoffnung impliziert ja, dass das Problem in der Zukunft liegt. Und wir wissen ja aber, für zukünftige Generationen liegt es in der Zukunft, aber heute, gerade aus einer Nord-Süd-Perspektive, sehen wir ja, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die heute schon extrem unter Klimakrise leiden. Und deswegen finde ich es schon auch legitim, gerade aus einer westlichen Position heraus darauf einmal hinzuweisen und zu sagen, Klimakrise ist etwas, was heute schon wahnsinnig viel Leid verursacht. Und dann aber, also dann wirklich schnell die Kurve zu kriegen zu, was können wir gemeinsam tun und warum ist das gut, warum macht das Spaß, warum können wir da gemeinsam schöne Erlebnisse, Erfolgserlebnisse schaffen, wo können wir da Hoffnung erleben, wo können wir uns da gemeinsam einsetzen für eine Welt, in der wir leben wollen. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, eine Kampagne muss schwarz oder weiß sein. Dann würde ich auf jeden Fall immer eher sagen, auf angenehme Emotionen anspielen. Wie gesagt, unangenehme Emotionen, also ich merke das in mir selber. Ich identifiziere mich wahnsinnig doll mit diesem Thema und ich merke es in mir selber, dass es Momente gibt, in denen ich mir denke, das brauche ich mir jetzt nicht geben. Und das, ich schäme mich dann auch, weil ich mir denke, okay, weggucken ist halt ganz klar keine Lösung. Aber genau, es gibt dann ja einen Punkt, wo wir einfach auch so ein, genau, an die Grenze kommen von dem, was wir irgendwie ertragen wollen. Danke. Okay, dann eine weitere Frage, die nochmal reingeschrieben wurde. Warum tut die Regierung aus umweltpsychologischer Sicht nicht mehr? Zum Beispiel Unverpacktläden finanziell fördern etc. Auf der Regierungsebene haben ja alle ein Interesse daran, die Umwelt zu schützen. Wahrscheinlich zahlen die anderen besser, aber das ist meine Antwort. Ja, ich habe auch gerade gesagt, ich weiß nicht, ob das eine psychologische Frage ist, ehrlich gesagt. Haben auf der Regierungsebene alle ein Interesse daran, die Umwelt zu schützen? Ich glaube, dass es da einen Interessenskonflikt gibt. Würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Ich habe den Eindruck, dass wir Menschen, oder davon geht die Psychologie, die Umweltpsychologie auch aus, dass wir nicht inhärent umweltschädigend sind, sondern dass der Kontext dazu führt. Und der Kontext wird heutzutage sehr stark nicht nur von Politik, sondern auch von Lobbys gestaltet. Und da gibt es einfach Profitinteressen, die wahnsinnig groß sind. Und Menschen profitieren heutzutage, einige wenige Menschen profitieren wahnsinnig viel daran, dass wir immer noch keinen tiefgreifenderen Systemwandel vollzogen haben. Wie viel die Politik da überhaupt machen kann und ob die Politik selber das Interesse hat, die Umwelt zu schützen. Ja. Ich glaube, ich bin nicht die Richtige, um das zu beantworten. Ja.
Ich würd mich gern diplomatisch aus der Frage zurückziehen. Also ja. Ich glaube, du hast es tatsächlich. Also ich habe so ein bisschen Angst, weil das ist wirklich eine Frage, wo es jetzt am Ende irgendwie Eva Junge ist, die ihre Meinung sagt, und das ist aber nicht, also euer Interesse ist ja gerade, dass ich aus einer umweltpsychologischen Perspektive spreche, und ich glaube, aus der Perspektive habe ich da keine Antwort drauf. Sagen wir mal, es gibt viele psychologische Einflussfaktoren, die an der Position eine Rolle spielen. Ja. Genau. Angeregte Fragerunde. Wir haben jetzt tatsächlich im Chat keine mehr unbeantwortet, glaube ich. Falls das jemand noch anders sieht, gerne nochmal die Hand heben oder auch einfach, wenn die Funktion nicht gefunden wird, einfach kurz das Mikro entsperren und in die Runde werfen. Weil ansonsten wären wir nämlich mit der Fragerunde so schön langsam durch. Ich sehe tatsächlich keine gehobene Hand mehr und im Chat auch nichts mehr. Womöglich möchte der Martin dann das Schlusswort langsam ergreifen sogar. Das mache ich dann, wenn es tatsächlich keine Fragen mehr gibt. War auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion. Eva, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ich glaube, wir könnten das wahrscheinlich im 2-Monats-Rhythmus wiederholen. Und es wären immer wieder sehr spannende Fragen dabei. Ich glaube, es bewegt uns einfach wirklich sehr stark, wie wir mehr erreichen können, wie wir auch mehr Leute von unseren Anliegen her überzeugen können. Und wir haben aber sicherlich ein paar Antworten heute auf jeden Fall dafür bekommen. Also dafür nochmal ganz herzlichen Dank an dich. Danke auch nochmal an Vanessa und an die Tanja, die auch den Bereich nochmal so gut vorgestellt haben. Ich glaube, es war eine ganz gute Ergänzung, auch zu sehen, was wir in dem Bereich bereits machen. Und wie gesagt, es ist auch eine herzliche Einladung, auch nochmal auf unseren Seiten zu gucken. Man kann viele unserer Materialien, die wir haben, auch kostenlos nutzen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns irgendwie auf Instagram oder auf LinkedIn folgt oder auch einfach unser Newsletter erstmal abonniert. Das ist auch schon ganz klasse.